Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Tell Me Why hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Ja, wir waren ja, war ich schon immer die ganze Zeit zu laut vom Ingame-Sound eingestellt oder habe ich das jetzt erst gemacht? Ich hoffe mal, der Sound war die letzten Parts in Ordnung, wobei ich im letzten Part habe ich ja nur viel vorgelesen. Aber der war jetzt ein Stückchen höher eingestellt als sonst bei den letzten Parts. Na gut. Wir waren im letzten Part ja noch oben in der Scheune beschäftigt, haben noch die Zusatzrätsel gelöst, ein bisschen Background-Story erfahren, ein paar Geschichten gelesen und jetzt, ja, ist Allison bereit zu erfahren, was unten an jenem Tag an dem Pier passiert ist, was es für einen Streit mit Marianne gab, warum, mit wem, vielleicht finden wir das jetzt endgültig heraus. Ja, Allison ist sich diesmal sicher. Worauf warten wir? Ich will wissen, wer in dieser Nacht dort war. Diesmal hat sie Bock, diesmal keine Panikattacken. Hoffen wir einfach mal, dass es auch dabei Versuchen bleibt. Versuchen wir uns zu erinnern, mit wem Marianne gestritten hat. Ja, mit wem hat sie sich gestritten? Wer ist der wilde Jäger? Es ist Tom. Tom, Becky ist unser Vater? Natürlich ist er es. Tessa wusste es, nicht wahr? Ja, mit Sicherheit. Das wollte sie uns nicht erzählen. Gott, Marianne und Tom? Ich weiß. Was sollen wir jetzt tun? Wir rufen ihn her und fragen ihn, was wirklich los war. Und wenn er nicht will? Wir wissen Bescheid. Er muss. Tom, hier ist Allison. Wir müssen reden. Wir wissen, dass du es warst. Es war wirklich Tom. Das Spiel streut halt schon so seine Hinweise, dass es auf den, der es am Ende ist, am wenigsten Hinweise darauf gibt, ne? Es gibt viele Dinge, die auf Sam lotsen. Es gibt auch einiges in Richtung Eddie, aber auf Tom halt gar nichts so wirklich, ne? Aufgrund dessen hätte man das eigentlich schon eher in Betracht ziehen müssen. Aber wow, okay. Mal schauen, was Tom zu der ganzen Geschichte erzählt. Wie auch Tessa damit umgegangen ist. Ich kenne ihn besser. Naja, zumindest dachte ich das. Klar. Wie du willst, solange wir Antworten kriegen. Deswegen hat sich Tom auch immer so ein bisschen rausgehalten aus allem und wollte nicht so richtig was dazu sagen und sich immer sehr bedeckt gehalten, um vielleicht nicht irgendwie zufällig irgendwas zu streuen. Vielleicht wird das auch ein Grund, warum Tessa uns so sehr geholfen hat. Kinder, hör zu. Du bist unser Vater. Ja. Du wusstest, wie schlecht wir es hier hatten. Wie wenig wir hatten. Du hast Marianne nicht geholfen. Meinst du das Geld, das sie wollte? Wir hatten auch nichts übrig. Der Winter war für alle hart. Und ihr werdet hier draußen verhungert, ohne das ganze kostenlose Essen von uns. Tu nicht so, als wärst du involviert. Das war alles Tessa. Das ist eine gemeine Unterstellung, junger Mann. Mag sein, dass es ursprünglich Tessas Idee gewesen ist. Aber ich habe sie unterstützt. Und eure Mutter war froh, von unseren Almosen zu leben. Du wolltest unsere Scheune niederbrennen und hast Tyler bewusstlos geschlagen. Ich wollte nie jemanden verletzen. Ihr solltet gar nicht zu Hause sein. Und trotzdem hast du nicht mal daran gedacht, zu helfen. Was wollt ihr hören? Ich bin in Panik geraten. Ich hatte Angst, dass mir diese ganze Sache um die Ohren fliegt. Ich musste handeln. Toller Bürgermeister. Eventuell Bürgermeister.
Was sollen wir jetzt tun? Wir sagen ihm, dass er wieder in Ordnung bringen soll, was er angerichtet hat. Hey, hörst du mich? Ja, sorry. Ich muss mich gerade wirklich anstrengen, ihm nicht ins Gesicht zu schlagen. Es tut ihm nicht mal leid, was er getan hat. Ja. Er hätte dich umbringen können. Ja, aber er ist ein mieser Feigling. Also passt das mit dem Feigling? Das war der Bisam, oder? Der Bisam war der Feigling. Ja, passt wohl anscheinend doch sehr gut zu Tom. Du warst damals hier. Du hast Marianne und Tyler gesehen. Warum hast du nicht geholfen? Ich weiß, das war nicht korrekt. Aber sie hat mein Leben bedroht. Also hast du beschlossen, sie ertrinken zu lassen? Ich habe gar nichts beschlossen. Es ging alles so schnell und ich bekam Panik. Und als ich in die Stadt zurückkam, war Brown bereits auf dem Weg. Ich konnte wirklich überhaupt nichts tun. Dass er in so einer Situation war, dass sie Panik bekommt und man dann vielleicht im Kurzschluss nicht hundertprozentig richtig handelt, kann ich ein Stück weit sogar nachvollziehen, aber dann trotzdem einfach abzuhauen, ist schon richtig, richtig mies, ne? Also bei dem Bisam, das sehe ich ihm jetzt komplett. Aber wie gesagt, ihm, die Scheune, das mit Mary Ann, das tut ihm alles nicht mal leid, wie es Allison schon gesagt hat. Er gibt nicht mal den kleinsten Anschein daran, dass ihn das irgendwie beschäftigt oder leid tut oder er sich irgendwie dafür entschuldigen möchte oder irgendwas in der Richtung. Denkt er echt, dass wir ihm glauben, dass er damals nichts anderes hätte tun können? Ich weiß nicht, Ellie. Ich will nicht darüber nachdenken. Du hast uns im Stich gelassen. Das musst du wieder richten. Ich mache, was immer ihr wollt. Solange nichts davon rauskommt. Das war klar. Wie bitte? Ihr wollt, dass ich für meine Fehler bezahle? Schön. Aber Tessa darf das nicht erfahren. Auf keinen Fall. Tessa weiß es schon. Sie weiß es, oder? Nein. Das ist unmöglich. Du begreifst es nicht. Der Grund für Tessas und Mary Anns Zerwürfnis bist du. Ich... Aber sie hat nie was gesagt. Du solltest mit deiner Frau reden. Hättest du das getan, wären wir vielleicht nicht in dieser Situation. Und Mary Ann wäre vielleicht nicht tot. Ach bitte, gerade du solltest doch ganz genau wissen, wie schlecht es Mary Ann ging. Sie war völlig verwirrt. So etwas wäre früher oder später ohnehin passiert. Der anscheinend liebste und verständlichste Charakter ist am Ende eigentlich wieder das Riesenarschloch, ne? Also eigentlich... Upsala. Eigentlich hätte das klar sein müssen, weil es immer der Good Guy am Ende dann das Arschloch ist in solchen Story-Games. Oder sehr oft. Oh, meine Güte. Das kam dir gelegen, nicht wahr? Du hast ihre Verletzlichkeit ausgenutzt. Und wärst du erwischt worden, hättest du es einfach auf die verrückte Marianne Ronan geschoben. So war das nicht. Überhaupt nicht. Eure Mutter war eine wunderschöne Frau. Und sie ist so weit herumgekommen und hat so viel erlebt. Alles, was ich immer tun wollte. Ich wurde eingeholt. Die Liebe hat mich erwischt. Hör zu, ich habe Fehler gemacht. Aber das wird diesen Kreis hier nicht verlassen. Warum? Wir wissen's. Und Tessa auch. Ist das jetzt eine Drohung? Marianne ist tot. Es hat keinen Sinn, es zu verheimlichen. Er hat Angst, dass es seine Kampagne versaut. Ja. Das irre ich mich? Scheiße. Ich habe euer Geheimnis jahrelang bewahrt. Ich will es nicht ausplaudern. Aber wenn es nicht anders geht... Was? Ja. Eure kleine Notwehrgeschichte. Ich habe nie jemandem erzählt, wie Mary Ann wirklich starb.
In jener Nacht kam ich hierher, weil ich mir Sorgen um eure Mutter gemacht habe. Nein! Niemals! Du bist ein scheiß Lügner! Ich sah, was ich sah. Du manipulierst uns, genau wie du sie manipuliert hast! Tyler! Du hörst doch nicht auf ihn, oder? Sei jetzt nicht dumm, Allison. Willst du wirklich, dass das rauskommt? Du hast hier viel mehr zu verlieren als er. Seine Weste wird wieder weiß, aber du wirst zur Mörderin. Was würde dein Onkel sagen? Und Michael? Weiß es schon. Tja, es könnten sich alle von dir abkehren. Sieh nicht an. Du weißt, ich habe recht. Tom, mach, dass du wegkommst. Tyler und ich müssen reden. Überlegt es euch genau. Ehe ihr irgendwelche Entscheidungen trefft. Ihr zieht da so viele Personen mit rein. Verpiss dich einfach, Mann! Und komm nie wieder! Ellie, alles okay? Du hast diesem Arsch doch nicht geglaubt, oder? Oder? Was, wenn er recht hat? Ich hatte so viele Albträume von dieser Nacht. Sie ähnelten alle Toms Geschichte. Und wenn ich mich erinnern will, sehe ich nur noch das. Er will dich nur durcheinander bringen. Und du lässt es zu. Es steckt mehr dahinter. Seit wir damit angefangen haben, konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass irgendwas nicht stimmt. Es stimmt etwas nicht, weil er es dir einredet. Lass ihn nicht damit durchkommen. Vielleicht ist es wahr. Wir bringen Sachen durcheinander. Unsere Erinnerungen an die Vergangenheit unterscheiden sich. Das sind nur Details. Das hier ist anders. Sie wollte mich umbringen.
Ich bin mir nicht mehr so sicher, Tyler. Sie hat eine Waffe auf mich gerichtet. Mich verfolgt. Sie hat gesagt, dass sie mich umbringen wird. Sie bedrohte Tom mit denselben Worten. Mit derselben Waffe. Auf demselben Pier. Was du zu Eddie gesagt hast, kam wie ein Echo zu mir zurück. Könnte es nicht sein, dass das hier auch passiert ist? Ich denke schon. Fuck. Ich weiß es nicht. Und wir werden die Wahrheit wohl nie erfahren, was? Denn sobald du etwas den Rücken kehrst, war's das. Ja. Ich glaube, in dem Fall musst du dich entscheiden, woran du glaubst. Ich? Ja, du musst damit klarkommen, Ellie. Das heißt, du musst dich entscheiden. Für die Version der Vergangenheit, die dir am schlüssigsten erscheint. Kein Wegrennen. Egal, was du wählst. Du musst damit leben, okay? Ja, das dachte ich mir schon, dass wir jetzt das quasi entscheiden müssen. Toms Version glauben. Marion hat Tyler nicht bedroht. Oder deiner noch im Glauben. Ich werde dich umbringen! Marion hat Tyler bedroht. Ich sehe hier immer keinen Timer. Ich glaube auch mal, dass das so die letzte große Entscheidung sein wird. Und ich bin ehrlich, es fällt mir einerseits schwer. Was halt für Tom spricht, ist die Sache, dass, wie gesagt, Alice hat ja selbst erwähnt, dass sie das in ihren Versionen, in ihren Eindrücken, ihren, ja, diese, was sie auch immer die letzten Jahre hat, diese Flashbacks oder whatever, wie man das nennen möchte, diese Version eher gesehen hat von Tom. Und eben das Detail, dass als Tom quasi die Geschichte erzählt hat, dass da Marianne die Hand zu Tyler ausgestreckt hat und gesagt hat, ich will dir nichts tun. Also, dass Tyler ist, oder damals als Ollie, oben in die Scheune reingerannt mit den kurzen Haaren, hat dann seine Mutter gesehen, die Waffe geladen hat. Sie hätte dann gesagt, nein, nein, das ist nicht richtig. Das kann ich nicht so richtig einordnen. Aber dass er dann eben weggelaufen ist, weil er Angst hatte, dass
die Mutter irgendwie mit der Waffe etwas machen möchte. Und dann sie ihm, weil er hatte dann auch noch so vielleicht die Flashbacks so ein bisschen, als Mary Ann das damals zu Tom gesagt hatte, eben mit der Waffe in der Hand. Sie hatte ja auch im Steg gesagt, ja, ich bring dich um. Und vielleicht hat er sie dann mit der Waffe gesehen und hat einfach gedacht, okay, sie will mich jetzt umbringen und ist deswegen weggerannt, panisch. Das hat eben sie in Sorge versetzt und sie ist eben deswegen hinterhergelaufen bis zum Steg und hat dann gesagt, ich will dir nichts tun. Aber dann war Allison eben schon da und hat sie ermordet, was dann, ja, wo sie sich quasi nicht erklären konnte und Allison vielleicht etwas überschnell aufgrund falscher Perspektive gehandelt hat. Aber also das kann durchaus so sein, aber es kann sein, dass Tom die Wahrheit erzählt, aber natürlich, ne, so wie wir ihn jetzt kennengelernt haben, in dieser den richtigen Tom kennengelernt haben jetzt in den letzten Minuten, klar sagt er dann die für ihn bessere Possibility, eine Möglichkeit, dass es für ihn ein besseres Outcome gibt, dass er am Ende eben seine Bürgermeisterwahl durchziehen kann und womöglich Bürgermeister wird. Natürlich sagt er das so ein bisschen auch unter einem drohenden Ton, weil er natürlich das Beste für sich will und er dann seine Ruhe hätte, etc. Aber wenn wir jetzt die Erinnerung glauben, dass Marion Tyler bedroht hat, dann fehlt mir immer noch so ein bisschen der Grund, warum. War das wirklich am Ende so ein vollkommen depressiv, vielleicht schon suizidaler Schub? In diesem Rückblick von Tom hat sie, als sie die Waffe geladen hat, irgendwas mit Sam erzählt in ihrer verwirrten Stammelei, aber vielleicht war sie da wirklich so depressiv drauf und so verwirrt und down und einfach komplett kaputt vom Kopf her durch, ja, die schweren letzten Monate, kein Geld, kein Essen, die beste Freundin ist gestorben, der Streit mit Tessa, die haben sich, ja, auseinandergelebt. Eigentlich war es vielleicht nur noch so Sam, der dann so ein Stück weit zu ihr gehalten hat, dass ihr das einfach alles zu viel war und sie quasi für sich selbst keinen anderen Ausweg gefunden hat in dem Moment. Wobei sie sich dann halt eben eher selbst töten sollte in dem Fall und nicht die Kinder, die quasi nichts dafür können und dann vielleicht immer noch die Chance auf ein gutes Leben haben. Es spricht für mich irgendwie mehr für Toms Version vom Logischen her, von den Bausteinen, die wir kennen, aber ich will die irgendwie nicht wahrhaben, die Version, weil ich halt diesen Hintergedanken habe, dass Tom das sowieso doch alles nur macht, weil er eben diesen Bürgermeisterposten will. Es muss nicht so sein, vielleicht ist es die Wahrheit. Wie gesagt, Tyler hat schon gesagt und ich glaube, so ist es auch. Man wird die Wahrheit nie herausfinden, wie es wirklich war. Das wird uns das Spiel nicht sagen, das liegt in unserer Interpretation. Wir müssen nur entscheiden, was für uns die Wahrheit ist. Ob sie es wirklich ist oder nicht, das werden wir nicht erfahren. Für mich ist Toms Geschichte rundum logischer, aber wie gesagt, natürlich hat er eine logische Geschichte parat, weil er seinen Kopf aus der Schlinge ziehen will. Handle ich jetzt nach Kopf oder nach Herz? Eigentlich soll man ja in der Regel nicht auf den Kopf hören, sondern aufs Herz. Und ich möchte das nicht. Das ist das logischere Ende für mich, aber ich möchte das nicht. Es wäre einerseits schöner, weil sie eben wirklich diese, weil sie keine bösen Absichten hatten, aber wir haben jetzt gerade kennengelernt, dass Tom einfach ein komplettes Arschloch ist. Warum sollte er sich das nicht komplett herbeiziehen? Ich glaube, bei dieser Entscheidung gibt es kein richtig oder falsch in dem Sinne. Ich will nicht. Ah, es ist schwer, aber Kopf, Herz. Das ist logisch, aber das ist Scheiß auf Tom. Ah, vor allem, wie der uns auch noch so bedroht hat, schon halb konnte man das sehen. Und ja, ich erzähl's dann Eddie, was denkt der wohl von dir? Und ich erzähl's Michael, alle werden sich von dir abwenden. Ja, Eddie weiß es, der kommt damit klar, für den ist das jetzt so. Und Michael wird
glaube ich, Allison, wenn er die Wahrheit erfährt, auch nicht anders gegenübertreten. Sie werden mal drüber reden den Abend, aber dann ist das gegessen, dann ist das wieder in Ordnung, sage ich jetzt mal. Seine Drohungen, das allen zu erzählen, das draufgeschissen. So, Tessa wird vielleicht ein bisschen sein, aber im Notfall, ganz ehrlich, scheiß auf Tessa. So. Im Notfall scheiß auf Tessa. So, Sam wird damit auch klarkommen, im Endeffekt, sage ich jetzt mal. Und falls Allison mit Michael und eventuell auch Tyler dann eh nach Juno ziehen, dann drauf geschissen, scheiß auf all die Leute hier, so nach dem Motto. Ich will Tom den Erfolg jetzt einfach nicht geben. Nach dem, was er damals getan hat, nach dem, was er jetzt getan hat, eigentlich der größte Fotzen-Move überhaupt, einfach Backstep vom Feinsten, einfach komplett Arschloch, will ich Tom einfach diesen Erfolg nicht geben. Wir kriegen unsere Zukunft auch so hin. Scheiß auf Tom. Ich werde dich umbringen! Ich werde dich umbringen! Bitte tu das nicht! Mom, nein! Allison, das ist nicht... Was? Also aber eine krasse finale Entscheidung, denke ich mal. Ich denke, das ist das Finale. Marianne wollte nicht nochmal von ihren Kindern getrennt werden. Und der einzige Weg, das zu verhindern, war, ja, das ist wenn auch wir alle gemeinsam gehen. Das ist auch eine Möglichkeit, darauf bin ich gar nicht gekommen. Ich weiß es ganz genau. Ja, das macht tatsächlich Sinn. Gerettet. Uns gerettet. Ich weiß. Du hast das Richtige getan. Darauf bin ich gar nicht gekommen. Das macht das für mich jetzt auch rund wieder. Ja. Klar, das Jugendamt weiß Bescheid, es ist alles am Arsch. Die Kinder werden ihr bestimmt wieder weggenommen. Sie hat schon mal ein Kind verloren, sie will nicht wieder ihre Kinder verlieren. Und deswegen nimmt sie ihre Kinder einfach mit. Klar, es macht Sinn, es macht wirklich Sinn. Es ist ein scheiß Gedankengang, aber er macht in dem Zusammenhang Sinn. Hey, guck, was ich unten gefunden habe. War Sam wieder da? Was meinst du? Ist er gut gealtert oder bloß verdorben? Dann Prost, sag ich mal. Ich kann nicht glauben, dass Tom dachte, wir schlucken das. Und ich's fast getan hätte. Ja, ich kann kaum glauben, dass er und Marianne... Was hat sie bloß in ihm gesehen? Sie war wahrscheinlich sehr, sehr einsam nach dem Verlust von Leo. So einsam könnte ich nie sein. Hör zu, bei all dem, was passiert ist, habe ich nachgedacht. Über die Stimme. Dass wir aufhören sollten, sie zu nutzen. Was? Ich vertraue ihr nicht. Und ich glaube, wir wären ohne sie besser dran. Heute Morgen hatte ich diese schrecklichen Visionen. Von dir und Marianne und Eddie. Vision? Wie unsere Erinnerung? Ja, aber anders. Meine schlimmsten Gedanken wurden zum Leben erweckt. Du warst in meinem Zimmer und sagtest, ich hätte dich im Stich gelassen. Eddie nannte mich eine Schlange. Es tut mir leid. Ich hätte für dich da sein sollen. Schon okay, ich bin schließlich gegangen. Es darf nur nicht wieder passieren. Ich glaube, das wird es nicht. Irgendetwas hat uns gedrängt, Antworten zu finden. Und jetzt haben wir sie. Vielleicht liege ich falsch. Und wenn es so schlimm bleiben sollte, können wir aufhören. Aber ich will wirklich behalten, was uns ausmacht.
Der wilde Jäger war gezwungen, bei der Mondhexe unter dem See zu bleiben. Doch sie tötete ihn nicht. Denn selbst mit nur einer Hand war er ein überaus nützlicher Diener. Er wartete auf den Tag, an dem er den See verlassen Bruder und Schwester? Und Jagd auf die kluge Prinzessin machen würde, um sich seine linke Hand zurückzuverdienen. Immer. Und das war die Geschichte davon, wie die listigen Kobolde die kluge Prinzessin vor dem wilden Jäger bewahrten. Sechs Monate später. Warum hat er sich seine Haare abrasiert? Er sieht echt schlechter aus. Ein letzter Blick und wir können gehen. Ah, anscheinend dürfen wir noch mal steuern. Hey, ich bin's. Hey, ich. Das Haus ist leer. Ich bin dann gleich hier raus. Also, letzte Chance. Soll ich noch irgendwas erledigen, solange ich hier bin? Hör mal, Tai, du bringst doch die Schlüssel zu Tina, oder? Ja, ich bring sie ihr auf dem Weg zur Fähre ins Büro. Tja, das war's dann wohl. Wie ist Juno? Groß und voller Leute. Selbst ohne Touristen. Michael schreibt gerade Regeln für die Wohnung. Wir müssen gegen sein Vollwertkostkonzept ankämpfen. Unterzeichne ja nichts, bevor ich da bin. Okay? Okay, aber beeil dich. Wenn es nach ihm geht, bleibt uns nur ein kleines Fach für Junkfood. Was? Das geht gar nicht. Nach meiner OP nächsten Monat brauche ich mindestens das Doppelte, nur für Süßkram. Absolut. Das geht so nicht. Wie geht's dir? Ziemlich gut. Wirklich gut. Dir? Auch. Weißt du, das Haus leer zu räumen hat mir echt geholfen. Danke für die Hilfe. Das Observatorium hat mich wirklich gebraucht. Und nach allem, was passiert ist, tut mir etwas Abstand zu Delos Crossing gerade sehr gut, denke ich. Keine Sorge. Läuft alles gut mit der Therapeutin? Gail, ja. War gerade dabei, meine Hausaufgaben zu machen und ein paar Briefe zu schreiben. Das hat mir echt etwas Durchblick verschafft. Das klingt super. Hast du den Artikel über Toms Wahlniederlage gesehen, den ich dir geschickt habe? Ach ja, ich habe deine Nachricht kurz vorm Derby-Training gesehen und hatte noch keine Zeit, ihn zu lesen. Aber ich musste schon über die Überschrift lachen. Stellst du dir manchmal Toms Gesicht vor, wenn du jemanden blockst? Nein, aber das ist eine super Idee. Wie auch immer. Ich bin froh, dass Tessa ihn verlassen hat. Karma's a bitch. Okay, ich muss jetzt auflegen. Bis heute Abend. Okay, ich gehe noch ein letztes Mal durch das Haus und dann ab zur Fähre. Gute Fahrt. Ich bin mir sicher, dass es in dem alten Allison-Mobil gar nicht anders geht. Hab dich lieb. Ich dich auch.
Also zeitlich sind wir ja jetzt schon sehr drüber, aber ich würde sagen, das als letzten Part machen wir einfach mal richtig Überlänge und wir machen hier noch das, ich schätze mal, dass das hier das Ending ist. Also ja, Tyler hat demnächst eine OP, ich schätze mal, dass das dann seine geschlechtsangleichende OP ist, würde ich jetzt mal denken. Tom hat die Wahl, ja, vergeigt, verloren, das war dann jetzt zu erwarten, was dann natürlich auch eine gute Konsequenz ist. Tessa hat mit ihm Schluss gemacht, die sind jetzt auch nicht mehr zusammen. Ja, das Haus haben wir anscheinend verkauft bekommen, wenn wir jetzt den Schlüssel zu Tina schaffen. Und ja, irgendwie, ich habe so kurz gedacht während des Telefonats, oh, jetzt wird das aber kein gutes Arbeitsverhältnis werden zwischen Allison und den Wackies. Aber da Allison ja jetzt in Schuno ist, ist das ja eh egal und vielleicht machen, wenn die beiden jetzt getrennt sind, macht der Laden vielleicht auch zu oder nur einer von beiden macht den weiter, je nachdem. Kann uns aber auch egal sein. Allison scheint schon Juno, also ist schon in Juno, bestimmt mit Juno, mit Michael dann wahrscheinlich. Und wir können jetzt noch einen letzten Gang durch unser altes Haus machen. Noch einmal, ja, Abschied nehmen. Für die Nachwelt. Denn wiedersehen werden wir es wahrscheinlich nie wieder. Sind nicht alles positive Erinnerungen, aber auf jeden Fall alles Erinnerungen, die die beiden geprägt hat oder geprägt haben. Was ich schön finde... Hoffentlich macht der neue Besitzer was Anständiges daraus. Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, es ist eine gute Grundlage. Ne? Es muss einiges gebastelt werden, aber es ist eine gute Grundlage. Was ich schön finde, ist, dass die beiden beschlossen haben, ihre Stimme zu behalten, dass sie eben diesen Kontakt aufrechterhalten. Schön. Die Antwort von Allison. Ja, finde ich schön. Ich glaube, dass das vielleicht eine Konsequenz der letzten Entscheidung oder vielleicht eine Konsequenz der Entscheidungen insgesamt ist. Also ich kann mir vorstellen, dass es in... Oh, da ist wieder der Jam draußen. Oh, ja. Ich hab's vermisst. Ich kann mir vorstellen, dass... Oh, hier würde ich doch vielleicht noch ein Bild von machen. Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, dass die beiden ihre Stimme ablegen. Sie drauf verzichten in Zukunft. Aber ich weiß nicht, ob das dann eine Auswirkung, wie gesagt, auf die Endentscheidung ist oder vielleicht auf mehrere... Das ist schräg, ist so leer zu sehen. Entscheidungen. Aber wenigstens ist es das letzte Mal. Ja, wir haben ja immer so das Symbol gesehen, wenn wir eine relevante Entscheidung getroffen haben. Vielleicht ist dann, dass die Summe quasi aus all diesen relevanten Entscheidungen... Nicht unbedingt das Ending, aber ob sie ihre Stimme behalten oder nicht. Ja, kann ich von der Seite nicht angucken. Ja, ich habe lange nichts mehr vorgelesen. Hey Kobolde, hab gehört, dass ihr endlich das Haus verkauft habt. Ich war heute Abend bei euch, um euch zu helfen, alles Nötige zu reparieren, aber ihr wart nicht zu Hause. Seid ihr schon ausgezogen? Die Dinge ändern sich im Moment so schnell. Wie dem auch sei, ihr wisst, wo ihr mich finden könnt, wenn ich irgendwas reparieren soll. Wenn ihr noch in der Stadt seid, meine ich. Es ist schon spät und ich bin ganz schön müde. Oh, und es tut mir leid, dass ich mich wieder letzte Idiot benehme, der ich nun mal bin. Überall, wo ich hinschaue, denke ich daran, wie es früher war. Ich habe versucht, es besser zu machen, aber ich glaube, es könnte für einen alten Bären wie mich zu spät sein. Ich weiß nicht, ob es euch erreichen wird. Es wird spät. Ruft mich an, wenn ihr noch da seid. Passt gut auf euch auf, Sam. PS... Ich wünschte, es ließe sich alles so leicht reparieren wie ein Boot. Schön. Kann man nicht mitnehmen. Aber die beiden werden sicherlich mit Sam in Kontakt bleiben, wenn es auch dann eben nur telefonisch vielleicht sein sollte. Die Bilder nehmen wir noch mit. Aber den Brief von Sam, den lassen wir hier, okay. Ja, das meiste haben sie ja rausgeschmissen, ne? Meist Krimineller von Dallas Crossing entkommt. Pelziger Bandit gefährdet erneut Postsendungen. Der Waschbär hat wieder zugeschlagen und er ist entkommen. Die Polizei ist nicht in der Lage, diesen Waschbären zu schnappen. Bester Krimineller ever. So, das Sofa scheint hier zu bleiben. Das ebenfalls. Was ist mit dem Laptop? Okay, Chattington-App, okay.
Gestern 23:46. Michael, muss echt eine Erleichterung sein, endlich mit diesem Ort durch zu sein. Tyler, das sage ich dir. Wenn der Verkehr nicht allzu schlimm ist, sollte ich so um 16 Uhr wieder bei uns sein. Michael, haha, Verkehr in Dallas. Nur wenn der Briefkastenräuber entkommen ist. Hey, ich mach die Kekse, die du so magst. Tyler, ich bin sowas von auf dem Weg. Nehme da wahrscheinlich ein paar Hydranten und Stoppschilder mit. Michael, stopp bloß nicht. Ich halte sie warm. Bis gleich. Tyler, grinsendes Emoji. Oder wohnen jetzt Tyler und Michael zusammen? Ich denke mal schon, dass die zu dritt wohnen werden, oder? Weil Allison und Michael, das war ja eigentlich so ein Safe-Ding, dass die zusammenziehen. Ich schätze mal, die werden zu dritt einfach da wohnen. Ansonsten wäre es jetzt sehr überraschend. So, noch das Foto von Marians altem Schlafzimmer. Ich frage mich, ob das geht, aber ich würde ja ganz gern nochmal in die Scheune hochgehen, ob die da oben auch alles ausgeräumt haben oder wie das da jetzt aussieht. Wenn die neuen Besitzer des Hauses da sonst die Scheune hochgehen oder hier auch dieses Rätsel an der Tür sehen, das muss dann alles ziemlich strange für die sein. Aber life ist nun mal strange, ne? Und, ja. So, im Badezimmer waren wir hinten hier die Abstellkammer, die wird nicht so berauschend sein. Der Boiler hängt noch. Na, schön. Blöd gelaufen. Thomas Anthony Vecchi. Veni vidi lusti. Das ist wirklich eine coole Überschrift. Veni vidi verlusti. Von Amy Chung. Dallas Crossing. Thomas Vecchi verliert die Bürgermeisterwahl gegen die derzeitige Bürgermeisterin Leslie Scow. Bürgermeisterin Leslie Scow verkündete ihre erfolgreiche Wiederwahl gegen den umstrittenen Herausforderer Tommy Vecchi. Thomas Vecchi ist bestimmt mit dem I hinten dran überall dabei. Mit fast 68% der Stimmen stellt das den größten Stimmvorsprung in der Geschichte von Dallas Crossing dar. Ihr Gegenkandidat, der ansässige Geschäftsbesitzer Vecchi, löst in der Community viele Debatten in Bezug auf seine Waffenkontrollgesetze aus, aber Scows Erfolg wird hauptsächlich auf ihre Bereitschaft zurückgeführt, auch über Parteigrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Viele in der Community sagen, dass ihre Wiederwahl keine Überraschung sei. Laut Quellen aus dem Umkreis des Stadtrats lud Scow Vecchi ein, sich ihrem Bürgermeisterkabinett anzuschließen, doch Vecchi lehnte ab. Vecchi wollte sich nicht zu den Wahlergebnissen äußern und sagte nur, dass er sich auf seine Familie und andere geschäftliche Aktivitäten konzentrieren will. Seine Kommentare verwirrten einige Community-Mitglieder angesichts der jüngsten Schließung von Vecchis Geschäft, dem sehr beliebten Tessa-Café, das von seiner Frau Tessa Vecchi geleitet wurde. In einer gesonderten Stellungnahme verkündete Frau Vecchi, sie habe ihr florierendes Geschäft beendet, um sich auf persönliche und spirituelle Angelegenheiten zu konzentrieren. Also den Laden haben sie wirklich zugemacht. Der ist dicht. Ja, was die beiden jetzt so getrennt voneinander machen. Also von Thomas werden Allison und Tyler bestimmt nichts mehr hören. Von Tessa vielleicht. Wer weiß, was die dann in Zukunft macht. Aber 68% der Stimmen für Scow ist ja jetzt tatsächlich gar nicht mal so viel. Ich hätte vielleicht gedacht, dass das deutlicher ist. Und 68% zu 32 als größter Sieg der Geschichte der Wahlen ist jetzt gar nicht so krass. Also wenn ich so an die Bürgermeisterwahlen in meinem Heimatdorf denke, also seit ich lebe, gibt es da den gleichen Bürgermeister, der ist jetzt immer noch 30 Jahre später im Amt und der gewinnt immer mit über 90% der Stimmen. Also das ist komplett, der rasiert komplett da alles weg. Das ist 68% ja noch ziemlich niedlich. Gut, das Haus für immer verlassen. Wir sind überall durch. Auch komisch, dass wir nur die zwei Schlafzimmer fotografiert haben, aber sonst nichts. Bevor ich hier zuschließe, kommen wir noch rüber in die Scheune. Die hätte ich ihm wohl vorbeibringen sollen. Für Sam. Oder gleich zu Bernies. Kann er sich ja vielleicht noch abholen. Schade, dass Tessa ihr Café geschlossen hat. Der neue Laden ist nun wirklich kein Ersatz. Der neue Laden im Sinne von der neue Betreiber des Ladens oder der neue Laden, dass Tessa es doch jetzt woanders irgendwie aufgemacht hat. Aber ich schätze mal, neue Laden im Sinne von neuer Betreiber. Hier ist zu, da können wir nicht rein. Okay, das hätte mich jetzt interessiert, wie das da oben aussieht jetzt. Ob die da alles rausgerissen haben oder ob die das drin gelassen haben. Immer schon über Stunden machen hier in diesem letzten Part.
dann schauen wir uns auch nochmal richtig überall um. Hier könnten wir auch reingehen wieder, okay. Hätten wir da auch rausgehen können? Fragen über Fragen. Vielleicht können wir ja nochmal zum Steg runterschauen ein letztes Mal. Auch nochmal die Aussicht genießen. Ja, Zeit für was Neues. Ja, zumindest hat er den Satz noch gesagt, ansonsten gibt's hier nicht wirklich viel. Genieß nochmal den Ausblick. Jetzt, wo hier auch alles langsam wieder grün wird und so, sieht es ja alles schon viel schöner und freundlicher nochmal aus. Möchte man sich ja glatt nochmal überlegen, ob man das Haus verkauft, aber ich glaube, da ist es jetzt auch schon zu spät und nach all dem, was geschehen ist, haben, glaube ich, beide kein Interesse mehr an dem Haus und an Dallas Crossing allgemein. Oh, hier wird Leo liegen. Es tut mir leid, dass wir dich hier allein lassen. Okay, ich dachte, da kommt nochmal eine kleine Rede oder so. Aber Leo wird dann der einzige Ronin sein, der hier noch ist. Alles okay, Ty? Ehrlich gesagt, ja. Es ist alles okay. Also entweder war das jetzt so ein Gefühl von Allisons Stimme, sage ich jetzt mal, oder denn ihre Stimme funktioniert jetzt auch schon über eine riesige Entfernung, vielleicht weil der Bund der Geschwister jetzt so eng ist nach dieser Geschichte. Weil am Anfang ging das ja nur, wenn die nah beieinander sind, aber wenn Allison jetzt in Juneau ist und er hört sie hier in Dallas Crossing, dann scheint durch das ja Zusammenwachsen der beiden Geschwister die Stimme wohl jetzt überall zu hören zu sein. Na, ja, verträumtes Seufzen. Okay, anscheinend ist schon mehr aus den beiden geworden. Also, die beiden sind jetzt ein Paar geworden, Tyler und Michael. Gut, nach der E-Mail oder nach dem Chatverlauf war das eigentlich dann auch schon klar. Und ja, dass es im Endeffekt dann drauf hinausläuft, war auch zu erwarten. Ja, Tyler Heham. 5th Annual Queer Prom. Das 5. jährliche GCE Queer Abschlussball. Der? Ja, 5. jährliche GCE Abschlussball. Das ist das, wovon ich dir erzählt hatte. Wir sehen uns dort. Die. Ach, die hat uns das erzählt. Sehr schön. Die unterstützt uns da auch. Wird dann vermutlich auch in unserem Kontaktkreis bleiben. War ja auch mit Allison sehr gut befreundet. Der Elch, den haben sie unterm Haus hervorgekramt. Da lag doch unten drunter, ne? Den haben sie mitgenommen. Ist das ein Halo Master Chief hier? Die kleine Figur? Sieht irgendwie so aus. Ja, der Kobold, der zu Tyler gehört, natürlich. Das mit dem Elch, das finde ich ein cooles Detail hier. Das ist schön. Ich hoffe, die nächste Kobold-Familie baut hier drin viele Sandburgen. Das für eine junge, kleine Familie ist das definitiv ein sehr schöner Ort. Ein schönes Heim, wo man viel draus machen kann. Aber für die Familie Ronin ist dieses Kapitel jetzt hiermit beendet. Nun, dann heißt es jetzt wohl Abschied nehmen. Hey, hallo Aaron. Hier ist Ty. Tyler Ronan. Ich,
dachte, ich versuche dich in deiner Pause abzufangen. Aber du hast in der Zwischenzeit wohl einen anderen Rebellen gefunden. Ich weiß, ich habe mich nicht mehr gemeldet, seit ich aus Fireweed weg bin. Ich wollte nur sagen, naja, du hattest recht wegen der Trauer, dass sie sich im Kreis dreht. Heute Morgen war ich draußen auf der Veranda und schaute in den Nebel. Und meine Mutter, sie stürzte einfach aus mir heraus. Aber es war okay. Die Erinnerung fühlte sich gut an. Wie auch immer, ruf mich zurück, wenn du mal Zeit hast. Wir sehen uns. Und danke. Und das war Tell Me Why. Ja. Ich weiß gar nicht. 25, 26, 27 Parts irgendwie so in die Dreh. Hätte ich tatsächlich gar nicht gedacht, dass das so viele werden im Endeffekt, aber ich bin es ja mittlerweile auch schon gewohnt, dass ich mir bei solchen Spielen sehr viel Zeit lasse und sehr viel durchgehe. Ich glaube, das war tatsächlich bei Life is Strange 1 doch nicht so krass, dass ich da zwar viel angeguckt, aber zum Beispiel das Tagebuch oder so habe ich da, glaube ich, gar nicht beachtet, was mich im Endeffekt dann so ein bisschen ärgert, da Life is Strange da immer noch so einen Platz in meinem Herzen hat und es wahrscheinlich immer haben wird. Aber ja, weg davon und Tell Me Why. Ich fand es einfach wirklich großartig. Ist ein mega cooles Spiel. Ist natürlich ein bisschen kleiner und ein bisschen kürzer und so als die Life is Strange-Reihe, die ja die großen Teile so sind, aber das tut dem Spiel absolut nichts ab. Es ist echt eine coole Story. Es ist vielleicht, wobei, ja, es kommt davon. Also Life is Strange 1 und Life is Strange 1 teilweise, Life is Strange 2 ziemlich und Life is Strange 3 etwas. Waren ein Stück weit dark alle, so ein bisschen Depri irgendwie. So Life is Strange 1 so teilweise, ne, wo man so in der Geschichte zurückgereist ist und dann so Chloe in ihrem Fahrstuhl gesehen hat, die dann Max gebeten hat, die lebenserhaltenden Maßnahmen abzuschalten und so. Und natürlich allgemein das letzte Kapitel, das war alles so ein bisschen Depri, dann in dem Keller drin und als man dann Rachel gefunden hat und all die Sachen. Das war teilweise schon ein bisschen ein Downer. Life is Strange 2 war ja gefühlt eigentlich komplett von vorn bis hinten ein Downer. Und Life is Strange 3 war der Ende des ersten Chapters und dann so das letzte Chapter. Das war so ein bisschen Depri, Downer. Aber hier hat sich das auch so ein bisschen durch das ganze Spiel durchgezogen, so ein bisschen diese bedrückte Stimmung eben immer vor Ort war. Was natürlich aber komplett gepasst hat. Aber ja, ich fand's echt großartig, es hat mir gefallen. Ich hab's ja schon mal erwähnt, dass mir ein bisschen Musik so gefehlt hat. Ne? Wir hatten zwar immer am Anfang von dem Chapter einen Song laufen, aber sonst war es dann auch so ab und zu mal ein bisschen Hintergrundgedudel, ziemlich ruhig, wo solche, ja, wo bei Life Strange Teilen Musik ja auch schon ein großer Teil war und immer wieder zu hören war an verschiedenen Stellen etc. Einerseits will ich das Spiel nicht immer so viel mit Life is Strange vergleichen, weil es jetzt auch halt ein Story-Game oder so ist, aber es ist halt vom gleichen Entwickler, es ist es Don't Nuts. Wir können Life is Strange 3 vielleicht rauslassen, weil das von Deck 9 gemacht wurde und nicht von Don't Nuts, aber Life is Strange 1 und 2 sind ja von Don't Nuts. Und da so ein bisschen Vergleich ist da schon drin. Ja, wie gesagt, die Musik hat mir so ein Stückchen gefallen, aber sonst die Geschichte war cool, die Charaktere sind cool.
Es waren vielleicht ein paar wenige Charaktere, was natürlich aber auch dann irgendwo so ein bisschen an der Länge des Spiels, da das nicht so groß war, wie zum Beispiel im Life is Strange, dass man nicht so viele Charaktere unterbringen konnte, aber was jetzt den wilden Jäger angeht, war das eben auf nur drei Personen runterzubrechen. Das war Sam, der halt unwahrscheinlich war einfach. Also Sam war für mich dann eigentlich komplett raus, weil es teilweise vom Spiel too obvious gemacht wurde, aber dann teilweise auch nicht gepasst hätte. Und dann war es eigentlich Eddie, der für mich eine Zeit lang Favorit war, oder dann eben ja Tom am Ende, weil man hat zu Tom eigentlich keine Hinweise, außer dass mit dem Brief eben ne, drei Leben zerstört etc., dass das gepasst hätte zu Tom, aber sonst gab es ja nichts, was zu Tom geführt hätte. Und das war eigentlich dann vielleicht doch am Ende ein bisschen das Verratende, dass das Spiel einem klar gemacht hat, oho, Sam könnte es sein, oho, Eddie hier mit Angeln und alles so, und dem, er war auch viel bei ihr etc., er könnte es sein, aber über Tom hat das Spiel gar nichts gesagt. Und das könnte dann vielleicht so ein bisschen das obvious-mäßig am Ende gewesen sein und das, was das Spiel verraten hat, dass es eigentlich gar nichts verraten wollte darüber. Aber ja, die Charaktere waren echt cool. Das Ending war cool, fand ich krass. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich Good oder Bad Ending hatte. Also aus meiner Sicht war das Ending gut, so wie es ist. Fand ich wirklich ein schönes Ende, dass die damit abgeschlossen haben. Die Sachen sind eigentlich so, wie sie passiert sind, gut am Ende, da gibt es nichts gegen zu sagen. Ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre mit dem anderen Ende. Werde ich mir sicherlich anschauen als nächstes dann gleich. Ihr mit Sicherheit auch. Tom wird bestimmt Bürgermeister gewesen sein am Ende. Die hätten ihren Laden noch gehabt. Aber sonst weiß ich nicht, was dann noch so passiert wäre. Aber muss jetzt nicht zwingend ein Bad Ending sein. Wie gesagt, ich glaube, es gibt hier jetzt auch keinen richtig oder falsch am Ende. Klar kann man Tendenzen haben, aber so ein wirklich Good Ending, Bad Ending, richtig oder falsch, glaube ich mal, wird es nicht geben. Das ja eben auch eine Interpretationssache ist, ne, wie man das Ende sieht, was man mehr glaubt. Und ich bin da ja, wie gesagt, ein bisschen mehr nach Herz gegangen als nach Kopf am Ende. Aber dann, als das Allison gesagt hat mit, ja, sie wollen nicht, dass ihre Kinder wieder weggenommen werden, deswegen will sie die mitnehmen, das hat dann wirklich Sinn gemacht. Darauf, auf den Zweig bin ich nicht gekommen. Und das hat dann das Ende auch für mich dann nochmal weiter abgerundet, dass das wirklich so für mich vertretbar ist, so wie ich das, wie ich diese Entscheidung getroffen habe. Aber ja, wie gesagt, außer so ein bisschen Musik, die mir gefehlt hat, kann ich eigentlich nicht viel an dem Spiel aussetzen. Es hat mir wirklich rundum gefallen. Hier und da gab es ein paar kleine Übersetzungsfehler oder man hat was gar nicht übersetzt, aber das war 2, 3, 4 Mal. Mein Gott, da kräht kein Hahn mehr danach. Ansonsten, ja, das Feeling, die Story, das Spiel allgemein, die Optik, die Charaktere, war alles top, hat mir echt gefallen. Ich fand, das war eine schöne Reise, die wir da gemeinsam bestritten haben. Und ich hoffe, ihr seht das genauso. Lasst mich gern wissen, was ihr von dem Spiel als allgemein haltet, wie ihr darüber denkt, wie ihr das empfunden habt. Wenn ihr es nicht schon geschrieben habt zwischendrin, was hättet ihr vielleicht anders gemacht, was hättet ihr anders gesehen, etc. Das interessiert mich auch immer sehr, wie andere darüber denken. Da hat man dann sicherlich auch so im Verlauf jetzt mal ein oder zwei Let's Plays dazu anschauen, so lange ist das Spiel ja dann auch nicht, wie andere das gelöst haben. Und dann sind wir mit den Credits auch schon durch. Allison war dankbar, dass sie Mary Anns Rätsel gelöst haben. 16% haben die Truhe aufgebrochen, 84% haben das Rätsel gelöst. Gut, die Rätsel, die waren jetzt da oben nicht wirklich schwer. Dass ich das eine Rätsel mit dem Uhrmacher-Ding und dem Camp da, dass ich das komplett, was ich vor 2 Minuten vorher gelesen habe, wieder verdrängt habe, das ärgert mich immer noch. Das war echt dumm. Das war nicht wirklich ein Glanzmoment von mir, das muss ich zugeben. Das war echt dumm. Allison hielt es für richtig, an den Erinnerungen der Zwillinge festzuhalten. 100% haben der Erinnerung der Zwillinge geglaubt, 0% haben Toms Aussage geglaubt. Das glaube ich nicht. Das muss doch ein Bug sein. Es kann doch nicht sein, dass nicht ein einziger Toms Aussage angenommen hat. Nee, das glaube ich nicht. Never ever.
Schon allein, weil es mindestens einen gegeben haben muss, der das Tom-Ending für YouTube bereitgestellt hat. Kann schon nicht 0% sein. Muss mindestens 1% sein. Die meisten, klar, hätten die Erinnerung der Zwillinge bestimmt genommen, aber keine Ahnung. Also so mindestens 10-20% hätte ich schon bei Tom gesehen. Also 0% kann gar nicht sein. Wirklich kann nicht sein. Die Zwillinge haben auf ihr Band vertraut und ihre Stimme behalten. 5% konnten mit der Stimme abschließen, 95% hielten an der Stimme fest. Ja, also das war wirklich so, dass sie auch gesagt hätten, okay, wollen wir nicht mehr. Bei 5% war das der Fall. Wir haben vielleicht auch auf Bad Ending irgendwie, wenn man das als Bad bezeichnen möchte, gespielt oder so. Ich glaube mal nicht, dass das so schwer war, dass die an ihrer Stimme festhalten. Eddie war erleichtert, dass Allison die Verantwortung für Marians Tod übernommen hat. 67% haben die Wahrheit gestanden, 33% nicht, also 2/3 waren ehrlich. Eddie war im Endeffekt erleichtert. Allison hat es, glaube ich, auch eine schwere Last von den Schultern genommen. Alles so in Ordnung, denke ich. Sam hat sich von Allison verstanden gefühlt. 70% haben Sams Geschichte angehört und 30% haben Sam mit seiner Sucht konfrontiert. Okay, er schüttet uns quasi das Herz aus und 30% der Leute gehen erstmal, oh, du bist schon am Saufen oder schon betrunken und so alles. Vielleicht auch nicht die feine englische Art. Michael fühlte sich mit Tyler näher. 71% haben Michael geküsst, 29% haben Michael nicht geküsst. Ja, ich war ja erstmal so dagegen, ne, aber... Ah, Michael ist halt echt ein cooler, netter, intelligenter Kerl. Und ich glaube, zu Chapter 3 ist er dann von 2 auch noch ein bisschen Zeit vergangen, haben sich noch ein bisschen mehr kennengelernt und so. Wir sind zumindest nicht gleich auf ihn angesprungen. Ne? Wir haben dem Ganzen zumindest noch ein bisschen Zeit gelassen. Ja, zu Tessa und Tom sehen wir hier nichts nochmal. Okay, hätte mich auch interessiert, wobei eigentlich kann man das ja dann... hiermit sagen, dass 0% Tom Bürgermeister geworden wäre oder so, aber ja, das muss buggy sein, das kann mir keiner erzählen. Gut, passiert noch was, wenn wir auf Fortfahren drücken? Nein. Ja, ganz wichtig, Telefonseelsorge. Kann man nicht oft genug, ja, hervorbringen, wenn es euch nicht gut geht, ihr Probleme habt. Sucht euch Hilfe, es kann nur besser werden. Es macht niemand Vorwurf, wenn man sich psychologische Hilfe sucht. Es mag ein großer Schritt sein. Es ist ein großer Schritt. Es kostet Überwindung, sich das selbst einzugestehen und diesen Schritt zu tun. Aber es ist im Endeffekt mit Sicherheit wert. Und ich denke mal, dass jeder gebraucht wird auf dieser Welt. Und jeder hat seinen Wert. Und sich da Hilfe zu suchen, ist auf keinen Fall ein Zeichen von Schwäche oder man belastet damit keine anderen Leute, ganz im Gegenteil. Denn jeder möchte ja, dass es den anderen gut geht. Die meisten möchten das. Die wichtigen Leute wollen das. Ja, das war es dann mit Tell Me Why. Mein Resümee habe ich ja gerade gegeben. Reden kann ich jetzt auch nicht mehr. Wir sind bei über einer Stunde. Wie gesagt, lasst eure Meinung zu dem Spiel da. Wie hättet ihr entschieden? Wie seht ihr das Ganze? Lasst es mich wissen. Und dann möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr vielleicht kommentiert habt, dass ihr Likes gegeben habt. Und dann sehen wir uns irgendwann zu einem neuen Let's Play oder auch bei einem anderen Let's Play wieder. Ich bin der Sub2K. Ich bedanke mich nochmal bei euch und wünsche euch alles Gute. Bis dann. Bleibt gesund.